Hallo Leute und herzlich willkommen zu Let's Play Sims 4. Ich habe hier ein neues Let's Play mit Familie Breuen. Der Sohn ist halt, ja, zimperlich, aber auch gut. Und der Vater, ja, alleinerziehender Vater. Er möchte seinen Sohn kennenlernen. Dann machen wir das auch gleich. Smalltalk. Kennenlernen. Mal ein bisschen leiser. So. Machst du Stifte? Beziehungslevel 1. Jetzt habe ich voll Bock, Fernsehen zu gucken. Nee, ich mache eher die Musik an. Boah, davon, da wird's mir schlecht. Whiteboard säubern. Ach so, in der Schule, ich dachte gerade. Whiteboard? Welches Whiteboard? Der Vater versucht auf jeden Fall, irgendjemanden kennenzulernen. Wird aber leider schwer. Ich muss ja noch die Betten zuweisen. Ups. Weil ich durfte ja einen Nachbar vorbei. Eine Löwenzahn. Weil ich ja eine nette Nachbarin, die ihr kennenlernen kann. Ja, wir haben auf jeden Fall auch 100 Simoleons. Also unsere Nachbarin, ich weiß nicht, das ist eine Nachbarin wahrscheinlich, der geht's ziemlich gut anscheinend. Ich möchte da auch leben. Krasses Haus. Wir müssen auch mal hier ein bisschen die Nachbarn erkunden. Wer wohnt hier? Ach, das Haus ist leer? Nee. In die Wolken schauen. Beschweren, zuwenden. Ach so. Bitten, in die Wolken zu schauen. Langweiliger Film. Ja, da macht doch die Glotze aus. Ja, wir legen uns auf den harten Steinboden. Oh, der ist so hart. Au. Dirk. Das ist doch eine Frau. Teenagerin. Geht leider nicht. Ja, okay, die dreht sich auch gleich wieder um. Dann kommt noch jemand. Ute. Vielleicht können... Die Sims sehen uns und drehen gleich wieder um. Was für nette Sims. Die denken sich wahrscheinlich, was für Idioten liegen denn hier auf ihrer Grundstückwiese. Am liebsten würde ich die mal besuchen. Ich meine, wir müssen doch sowieso mal freundlich sein zu unseren Nachbarn. Beste Freund... Nee, Moment. Geheimnis ausplaudern.
Du sollst nicht tanzen, du sollst deinen Sohn eine. Wo hatten wir es? Um sozialen Rat bitten. Hör auf zu tanzen. Ist mir doch egal. Sozial unbeholfen. Maurice ist sozial unbeholfen. Diese Sims. Oh, er hat gleich für alle gekocht. Und da hat mein Sohn noch keine Freundin? Oh, das ist aber sehr schade. Der Wäschekorb ist auch leer. Hier können wir doch. Die sieht aus wie ein Pudel. Ja, okay, oder eher. Ihr müsst eure Teller auch aufräumen. So, Energie, Hunger, Blase. So. Ach, ist auch ein Kind. Na, wow. Wegen verletzt. Oh. Warum eine Tasse? Wir hatten keine Tasse. Ich versuch mal. Haben die ein Loch? Ist das gewollt? Wieso haben die hier ein Loch im Boden? Schon wieder. Warum ist es dir übel? Oh, Judy Bierding. Vielleicht. Komm, Vater. Schmeiß dich doch mal. Okay. Teenager. Der Typ spielt Clown? Sieht aus, als wärst du schon Jahre älter. Wir werden morgen mal versuchen, also in Sims. Vielleicht klappt's ja, dass unser Sim hier eine nette Dame trifft. Also er. Er vielleicht. Ich versteh's nicht, was ist mit den beiden los? Ach so, er hat ja Hausaufgaben. Ich spiele ja nicht Sims 3. Erstmal den Kopf stoßen. Julian Kowanski. So, was muss der Vater? Der muss hier. Und der Sohn? Energie halt.
Ich bin gespannt, die Nachbarn hier kennenzulernen. Hier ist sogar ein schönes großes Restaurant. Der Weg ist halt auch so sinnlos. Da ist die wieder. Kann ich das Fahrrad klauen? Oh. Schon gespannt, wer hier alles wohnt. Julia Mahler. Die sind aber auch immer überall. Oh, Drehmond. Mit einem Fahrrad. Ich habe mir YouTube heruntergeladen. Mit einer App. Mach deine scheiß Hausaufgaben weiter. Okay. Die plaudern aber auch jeden Tag. Ich mache jetzt mal ein bisschen vor. Komm, schließ doch jetzt endlich mal deine Hausaufgaben ab. Das ist nicht mal dein Bett. So, und jetzt schlafet schön. Der Sohn muss auch dann bald wieder in die Schule. 4 Stunden. Ja, dann steh mal auf. Und öffnen. Ein Gericht nehmen. Geht mir nie schnell genug hier. Fahrt hat hier noch frei. Mit Kühlschrankfrost. Du und dein Whiteboard. Freundlich zu einem Sims sein, der nicht zum eigenen Haushalt gehört. Machen wir dann mit den Nachbarn. Wenn die dann Zeit für uns haben. Geben Staubsaugen. Staubsauger leeren. Ja, nur neulich, weil. Wir haben ja noch nicht mal irgendwas gestaubsaugt. Warum sollen wir denn dann lernen? Dann nimmst du auch mal ein Gericht. Mit Marcel Preu. Was habt ihr nur? Freundschaften schließen. Langsam der Fahrt halt einfach ist. Weil der gefühlt 10 Stunden dahin läuft. Einsam und verlassen. Keiner mag mich. Wenigstens der Vater. Also hier ist schon mal keiner. Du musst bald. 2 Stunden. Komm, beeile dich mal.
Er ist in einer Stunde in der Schule. Oh, total tolles Gefühl. Schreckliche Dusche. Oh. Komm. Wenn da ja endlich mal Nachbarn dann erscheinen, musst du dann auch endlich mal. Musst du ja frisch geduscht sein. So, dann wie ein Champion aufs Töpfchen. Allein losschicken. Ich gehe schon irgendwann mal mit, aber jetzt nicht. So. Hände waschen. So, es ist jetzt 8.15 Uhr. Da könnten wir doch mal im Internet surfen. Da könnten wir doch mal die Nachbarn besuchen. So. Also hier. Na, die mag ich nicht. Seit Sims 2 mag ich die Knautschgesicht da nicht. Die ging mir immer auf die Nerven. Wer wohnt hier? Aber da, wo das Loch ist, da sind auch keine Fenster. Also die haben es schon gut. Wer auch immer da lebt. Komm, irgendwann jetzt ein Sim. Hier ist zum Beispiel ein Sim. Monika Klee. Freundlich vorstellen. Komm, lauf schneller. Er will natürlich auch Freundinnen haben. Irgendwann heiraten. Das lief nicht gut. Verheiratet. Aaron. Witz über Familienerbe machen. Ach, Mist. Oh. Ja gut, sowas ist schon unangenehm. Können wir uns dafür entschuldigen? Nach Liebesleben fragen. Komm, wir lernen es erstmal kennen. Perfektionistin. Was ist das für ein. Warum kann ich eigentlich nicht sehen, was das für ein Buch ist? Ich habe die total gelangweilt. Nach Karriere fragen. Komm, Monika, was ist denn deine Karriere? So, nee. Ich dachte gerade Sonne. Monika beim Kundendienst. Rabattschlacht GmbH. Oh. Sieht aber nicht so aus. Über gelangweilte Stimmung reden. Ja gut, ich glaube. Ah, jetzt. Auf Wiedersehen.
jetzt geht's in die andere Richtung. Rasieren. Warte mal. Oh. In der Küche. Da laufen auch wieder zwei. Schalten wir mal ein. Berieselung. Ja. Gruß. Wollen die Nachbarn mich nicht mal besuchen? Nachbarn! Oh ja, das ist seine Musik. Ja. Was ist denn mit dem? Tobias Müller. Aha. Nein, ich würde dieses Haus besuchen. Ja, mit Monika Klee. Genau. Mit der besuche ich jetzt das Haus. Beste Idee. So. Besuchen wir mal unsere Nachbarn. An Tür klopfen. Der Sohn tut mir leid. Oh, lauf bitte schneller. Ah, und hier haben wir Sebastian Lupe. Respektvoll vorstellen. Der Typ ist kokett. Oh, der mag uns nicht. Nee, wir machen keine Witze. Ups. Wir machen über Nachbarn tratschen. Geschenk geben können wir uns nicht leisten. Tag verschönern. Ich glaube, danach besuchen wir mal die anderen Nachbarn. Nervosität ausdrücken. Ja, ich bin sehr nervös. Hm.
Was? Wow. Sie stehen hinter mir. Ist zu. Oh! Guck, jetzt läuft's. Was ist aus der Schule? Okay, sorry. Ich muss zurück nach Hause. Schönen Tag noch. Ich würde sagen, die anderen Nachbarn besuchen wir jetzt auch. Ja, sicher. Die nicht. Wohnt da überhaupt irgendjemand? Ach, ich habe keine Ahnung. Oh, hier wohnt niemand. Ja, das ist ja schön. Dann die. Die Galerie enthält unglaubliche Kreationen von anderen Zimmern. Klasse. Wusste ich ja noch gar nicht. Danke, dass du es mir sagst. Oh. Ach, das ist das Loch. Oh, die haben aber. Wow. Das ist cool. Ach, warte, warum? Ach, die zwei sind. Ach so. Bitte umziehen. Ich will sie kennenlernen. Genie. Dann. Ach, Techte. Nee. Fragen, ob Single ist. Juliette? Ach so. Oh. Gut. Was geht ab? Mitkochen. Körperliche Nähe. Techte, Wächte, die Frage. Oh. Nach interessant. So, fragen wir mal. Aber ich glaube, das wird es uns noch nicht sagen. Wir kennen uns. Ja gut, wir verkacken sowieso. Okay. Ich will mich entschuldigen. Rabana. Ah, Floopy. Bilbar.
Okay. Ja gut, jetzt haben wir die Nachbarin als Feindin. Supi. Nach Karriere fragen. Arbeitslos. Oh nein. Können wir es noch irgendwie retten? Ja gut, sie soll auf uns sauer sein. Angst vor Vampiren zugeben, das interessiert sie bestimmt. Dann machen wir es bei ihr. Entschuldigen. Okay, das läuft gar nicht gut. Yebeni